Hallihallo und willkommen zurück zu Der Jagdzockt und Call of Duty Advanced Warfare mit der vierten Mission, die Kernspaltung und die dort erwähnten Trophäe in meinem letzten Part, alias insgesamt vier Stück. Zum einen die nicht kommen gesehen, also mittels Buschsprung den Gegner töten, dann jetzt laut genug 10 Gegner töten, nachdem die Gegner mit Exoschallwellen betäubt worden sind, Genie 4 Gegner töten mit einer intelligenten Granate, ja, und die Krawallkontrolle 20 Gegner töten, während man mit einer mobilen Deckungsdrohne verbunden ist. So, das ist jetzt zumindest mal der Plan hier für die Mission. Das heißt auch gleich los. Geheimdaten habe ich hier ja schon alle gefunden gehabt bei meinem ersten Durchlauf. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines. Wurde es natürlich nicht ganz einfach, weil die ganzen Trophäen müsste ich eigentlich fast alle jetzt gleich bei Mission Start machen. Die Streitkräfte von Atlas schalten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Doch, dann werde ich es mal versuchen, mittels Kontrollpunkt neu starten, dann eventuell, ob das dann funktioniert. Nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Ja. Kein Unsinn. Das ist vermutlich das erste Mal. Andernfalls gehe ich einfach mit Speichern und Bänden raus und dann ist sie nochmal von vorne. Reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter. Weil ja eigentlich so an sich. Ja. Müsste sonst da keine Gelegenheit, wo man die Dinger dann sonst holen könnte. Aber ja, sieht man ja dann gleich. So, Exotyp Soldat, genau, Bussprung, der ist in dem Fall wichtig, Schall genauso. Ach gut, das ist mir noch alles. Ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ja, bla, bla. Du bist schon längst tot. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Geht's immer noch nicht los hier? Mann. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! So, wunderbar. Endlich. Deaktiviere Tarnung. 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell. Wie Korea. Nur mit mehr Strahlung. Oh Mann, also die Sprüche sind teils echt schon krass. 2-4, Bodenluftrakete auf 12 Uhr abgefeuert, over. Kontakt, leichte Schwarm gegen uns, Hallo. 2-4 abgeschossen! 2-5, Position aufgeben und Alpha unterstützen, over. Verstanden, 2-3. Wir haben Feinde in unserer Landezone, verstanden? Roger! Bravo, die Dächer sichern! Mitchell, Ziele auf den Dächern abschießen! Könnte ich ja eigentlich noch ein paar Granaten sammeln? Ups, ist das überhaupt? Jo, anscheinend funktioniert das. So, auch noch. Ach schade, jetzt habe ich keinen mehr. Gut, dann machen wir es jetzt so weiter. Guter Treffer. Landezone ist sicher. Wir sind in Position. Genau. Bringen wir es hinter uns. Einsatz. Dann geht es jetzt mal los. Seilrutsche einsetzen. Sind am Boden. Stoßen auf 3 Uhr dazu. Achso. Sammeln. Ich gerade jetzt mal gucken, wie ich mit dem Boost-Sprung. Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihm zum Zielpunkt davor. Yes. Da ist sie doch. Nicht kommen gesehen. Perfekt. Zur Party, Bravo. Genau. So, 10 Gegner mit Schall, natürlich für mich auch jetzt mal sterben lassen. Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Er rückt mit ihm zum Zielgebäude vor. Yes! Ne, warte mal, jetzt lass mich mal da mal nochmal töten. Mitchell, hinter diese MCDs und Feuer erwidern! Tötet mich mal. Alternativ kann ich natürlich auch so machen. Solo gefallen. Wiederhole. Solo gefallen.
geht es überhaupt nicht? Geht das überhaupt nicht so? Kontrollpunkt erreicht. Gideon, der MT ist noch aktiv. Gut. Nochmal einer mehr. So. Sau geht mal gar nicht. So, hier oben spawnen doch irgendwo, glaube ich, hier die ganze Zeit Gegner. Weiter vorrücken! Da hinten ist nur einer mit dem Raketenwerfer. Ich brauche irgendwo ja Gegner. Ja. Prophet, die KVA hat soeben eine Weiter auf den Hof gerollt. Scheiße. Schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Okay. So, wenn ich jetzt einfach nochmal letzter Kontrollpunkt mache, ja. Mal kurz gucken, ob ich das hier jetzt zufälligerweise. Ach, das ist gar keiner mehr, oder was? Prophet, die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt! Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus! Ja, das ist natürlich jetzt doof. Also geht hier nur entweder oder. Der Bastard hat ein Trophy-System. Haben Sichtkontakt zu einer Munitionskiste. Ah ja. Gibt's. Ach, scheiße. Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell. Ist jetzt doof. Erledige den Titan mit dem Werfer, Mitchell! Titan zerstört! Gut gemacht, Mitchell! Achtung, Team Bravo! KVA-Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen, einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit! Verstanden, Prophet! Wir sind unterwegs! Wir müssen zum Kontrollgebäude! Bewegung! Na? Kann ich das Ding zufälligerweise mitnehmen? Weil genau mit dem Ding muss ich auch noch ein paar Kills ja machen, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich die groß mitnehmen kann. Ne. Das sei jetzt doof. Gut, Schallwellen können wir höchstens noch mitmachen. Ja genau, das mache ich auch. Okay, ich brauche eine neue Waffe. Achtet auf Zivilisten. Gut. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Das mit der Granate, richtig. Dann nehmen wir das noch mit. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Das war ein Massaker. Weiter. Kreuzung. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich.
Irgendwo hier müsste das sein. Oder eventuell ist gleich dann hier. Wieder gerade noch mal töten. So, geht schneller. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Hä? Gut, so geht's also auch nicht. Verdammt, wie ging denn das? Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Nee. Also definitiv auch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Los, los, los! Kontakt. Bravo! Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Aufschalten! Jetzt vielleicht waren das 4 Stück? Nee, ne? Nein, anscheinend nicht. So, nochmal neu. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Aufschalten! So, wieder nur drei, ne? Der eine Typ da hier, ne? Das heißt natürlich nur nicht, ob die ganzen da mitzählen, wenn ich dann jedes Mal hier das Ding neu starte. Aber ich will diese verkackte Trophäe. Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon. Ausschalten. So, wir werden kurz mal nachgucken, was habe ich jetzt? 29. So, alles klar, was hätte ich jetzt? 36. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Nee, ich glaube, das war immer zu früh. Na, okay, jetzt zählt es auf jeden Fall nicht mit. So. Auf jeden Fall brauche ich da eine andere Strategie anscheinend. Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Jetzt vielleicht? Nö. Ist das ätzend. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Nee, ne? Nee. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschalten! Also irgendwie, so geht es nicht. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon, ausschalten! Das waren jetzt aber mehr wie 4. Genau, Genie. Ja, wunderbar. Gut, alle klar. Ach ne, es zählt ja nicht. Verdammt. Gut, dann machen wir jetzt einfach das hier. Einmal einen Neustart, bitte. Was machen wir denn jetzt mit den Schallwellen am besten eigentlich? Ach nee. Völker der Welt, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde...
euch von mir. Also 10 Gegner töten mit Exoschallwellen. Oder die mit Exoschallwellen betäubt sind, so. Das heißt nämlich dann natürlich nur nicht. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über. Wenn ich das jetzt hier gerade mache, was steht jetzt hier? Verlieren Sie alle Fortschritte. Ja, okay, 19, man sieht es auch da unten. Planquadrat, bitte bestätigen. Ich weiß nicht, ob das trotzdem im Hintergrund irgendwie weiterzählt. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Gut, wobei ich natürlich hier mittels Soldaten noch öfters im Rumtingeln bin. Kann ich das natürlich dann auch woanders machen. 2-3, halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, over. Negativ, keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Na, wird man jetzt gleich sehen. Also, mit den Feuerregen, plus dann jetzt, und dürfte ich definitiv über 10 Stück sein, aber sehen wir es ja gleich, ob das hier weitergezählt wird oder nicht. 2-4, Bodenluftrakete auf 12 Uhr abgefeuert, over. Kontakt, Kontakt! Okay, das nervt natürlich hier. 2-4 abgeschossen! 2-4 abgeschossen! 2-5, Position aufgeben und Alpha unterstützen, over. Verstanden, 2-3. Wir haben Feind in unserer Landezone, verstanden? Roger! Bravo, die Dächer sichern! Mitchell, Ziele auf den Dächern abschießen! Oder abwerfen, ist viel lustiger. Jetzt laut genug. So, jetzt noch einmal das hier hier mit der Deckungsdrohne. Mitchell, hinter diese MCDs und Feuer erwidert! Ist noch aktiv. Dann soll sich verdammt noch mal jemand darum kümmern. Mann, bitte stehen. Haben die Schallwellen doch hochgesteckt. Muss ja zumindest. Hier ist sonst keiner mehr, ne? Da oben ist einer. 20 Fußsoldaten nähern sich aus dem Nordwesten. Finde ich gut. Na komm. Am besten ran, dann die hier.
Jawohl, Torwellkontrolle. Sehr nice. Gut. Dann machen wir jetzt hier einmal auf normal. Prophet, die KVA hat soeben einen Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Mitchell, schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. Ach, da vorne war der. Haben Sie Kontakt zu einer Munitionskiste? Erledige den Titan mit dem Werfer, Mitchell. Ach ja. Ich wäre auch schon mal froh, wenn wir die hinten mal aufhören würden, mich auf mich zu ballern. Mit dem Werfer erledigen. Gott, viel dürfte es nicht mehr haben. Na, passt. Item zerstört. Gut gemacht, Mitchell. Danke. Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Prophet. Wir sind unterwegs. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Achtet auf Zivilisten. Granatenabschüsse fehlen noch einige. Verdammt. Soll ich theoretisch hier auch noch am besten farmen? Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger, öffnen wir die Türen. Einer nach dem anderen. Los. Du meintest es einfach mit hier. Was soll's? Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Das war... Oder was mache ich denn, du? Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Hallo, kommen die Jungs halt noch? Ah. Ah, ja. Karte, die Tür öffnen. Verstanden. So, 1, 2, 3, 4, 5 Granaten. 6. Ups. Ja, gut. Los, los. Da war ich ja einfach. Genau, ich mache jetzt die 6 Granaten noch, so ein paar Kills. Und dann einfach hier, zack, speichern, beenden. Gut ist, oder? Kontakt! Ah, ist ja bescheuert. Los, los, los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf dem Balkon! Ausschalten! So, was haben wir denn jetzt? Zählt eigentlich das Ding jetzt zu den Granaten dazu? Ja, perfekt. Kontrolle, über uns! Okay, Sanitäter hier rüber!
dem Steg! Drohne! Gut, Granatenabschluss der Herausforderung abgeschlossen. Auch noch mit. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Schade. So. Ach, da. Jetzt hier 240 von 280. Oha, okay. Jo, gut, das soll ich meinen, das reicht jetzt. Ach komm, egal, nee. Prophet, wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Jo. Quatsch. Errichte einen Schutz an der Tür. Verstanden. Ach ja, schon wieder das Gedönsel mit der Drohne. Mitchell, nimm deine Angriffsdrohne. Ja, vom Prinzip her muss ich das ja nicht wirklich machen, ne? Ach, egal. Nehmen wir die einfach. Gut. Schade, wenn die gar nicht mehr loslassen. Gut. Noch 10. Kritischer. Wir sind fast da. Bin ich. Bereich sicher. Also jo. Weiter. Gut. Ah, Munition, das ist sehr gut. Na, wenn ich jetzt ein bisschen mal noch mal mehr drauf achte, habe ich dann auch jedes Mal wieder mehr Granaten. Na. Kontrollraum direkt vor uns. Da ist er! Gott, alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Wir haben die Tür präpariert. Aber immerhin. 1, 2, 3, 4 Trophäen mehr. Diese Konsole ist auf. Ein Klingloch hier Dose starten. Los an die Konsole. Prophet, seht ihr das? Die nächste Mission weiß ich doch nicht, ob ich da überhaupt irgendwelche Trophäen freischalten kann. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Das Niveau sinkt.
Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Was war's noch dagegen? Versuche Umleitung. Gideon, Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Gideon! Ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße. Tja. Verstanden. Los. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier. Ja, da dann was, ja. Gideon, die Ziele fliehen! Wir auf! Bewegung, los! Joker, was hat dein Geigerzähler? Alles in Ordnung! Einfach weiterschießen! Das sind KVA-Helis an den Nordtürmen! Bestätigt, Bravo 1. Wir haben sie auf der Anzeige. Break, 2-3. Fordere sofortige Evakuierung an! Bravo 1. Sie sind 30 Sekunden. Oh, wow. Bravo, Druckanzeige ist kritisch. Alle Männer da raus. Ihr habt es gehört. Bewegung. Verdammter Mist. Was war das? Druckexplosion. Hier fliegt alles in die Luft. Mann, das ist auf. Mann, das ist ein Geschenk des Himmels, 2-3. Ich wundere mich, hat er nur das Auge gejuckt. Ja. So wird's halt, muss sein. Schade, keine Granaten mehr. No. Das Gute ist, da ist der. Bring uns wenn ich das ganze runter. Zeug sitze, wie ich hier alles schon mache, dann kann ich in der nächsten Mission noch schnell die Impulse an Sammelspeicher beenden, wo ist. Ja, das beschleunigt dann natürlich einiges, weil jetzt hier habe ich natürlich jetzt gut an Zeit verloren, mehr oder weniger. Ja. Ja. Ja, Daten keine neuen, gut, das ist klar. Jo, gut. Aber 4 Trophäen mehr, nichtsdestotrotz, passt ja alles soweit alles. Dann mache ich jetzt hier mal nochmal eine kurze Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, ich muss ja nur noch gucken, welche Mission es dann wäre, weil ich glaube, die 5. hat echt nichts. Somit dann, ja, ihr werdet es ja dann sehen, wo ich dann weitermache hier für die nächsten Trophäen. Also Leute, bis demnächst. Tschaußen.